Da sind wir wieder mit der Kirschweiße. Die Kirschweiße. Ja. Was nicht da wohl drin ist. Ich habe fast ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach komm. Ich lese mal nach. Also, ich habe hier ein scheiß Licht, ne? Und ich habe, glaube ich, auch scheiß Augen langsam. Zutaten: Wasser, Kirsche, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe und Milchsäure. Oh, lecker. Jawohl. Oh Gott, der geht wieder nicht. Das System ist halt Zipfel, der geht nicht gescheit, ne? Das ist jetzt zum Beispiel anders, ne? Vorhin dieses Waldmeister, das hat schon so aus der Flasche rausgedampft. Klar, schau mal, was da. Oh, Entschuldigung, ich wollte es euch eigentlich zeigen. Sieht aus wie, wie Rhabarbersaft. Weißt du, wie das aussieht bei mir? Also ich weiß ja nicht, ne? Also, aber ist ja, genau. Auch so? es hat ganz kurz geblubbert und dann hat es gute Nacht gesagt. Da bleibt doch der Schaum nicht am Glas so haften. Die Gardine also, ist nicht vorhanden. Kriegst du da Kirsche? Das ist eher so eine Gardine aus dem Rotlichtmilieu. Nicht vorhanden im Fenster. Wie in Amsterdam, ne? Doch, da ist dann immer zu, wenn belegt ist. Aber, also da rieche ich, schaue jetzt mal extra noch nicht auf den Zettel, aber hier rieche ich, wie bei der Original, ne? Ganz klar wieder durch. Die kommt penetrant durch. Aber nur ganz schwache Noten von. Ich habe überhaupt keine Kirsche, sorry. Bärigen Touch eher. Ja, Kirsche direkt rieche ich auch nicht raus. Es ist sauer, vielleicht jetzt, ein bisschen Sauerkirsche, aber. Ich hätte jetzt eher irgendwie gesagt, irgendwas Bäriges. So Johannisbeeren oder sowas hätte ich jetzt da eher gesagt. Ja, es riecht. Ich lese mal vor. Vielleicht entdecken wir ja was, wenn wir es lesen. Kirschen und Bier. Die Belgier wissen schon lange, dass dies eine vorzügliche Kombination ist. Das Krieg ist seit Jahrhunderten Teil der Brautradition unserer Nachbarn. Aber Kirschen stehen nicht nur belgischen Fruchtlambics gut, zu denen Krieg zählt. Auch unser Berliner Budicke Weiße schmückt sich gerne mit den prallen Sommerfrüchten. Zunächst, da steht hier noch, wie das gemacht wird. Ah ja, hier, die tun kurz vor der Gärung Süß- und Sauerkirschen einlegen und dann reift es dort weiter. Kurz vor Ende der Gärung, macht auch sonst keinen Sinn. Der fruchteigene Zucker der Kirschen treibt die Gärung ein zweites Mal an und so können sich die Aromen der Früchte in der Butike perfekt verbinden. Aha. Also pass auf, mit einem satten, warmen Rot und rosafarbenen Schaum. Ha! Welcher Schaum! Präsentieren sich. Und mein Glas ist mittlerweile völlig in Ordnung, möchte ich bloß dazu sagen. Und selbst beim Ralf ist nichts da. Präsentiert sich die Kirschweise im Glas. Im Duft dominieren zunächst die üppigen, fruchtig-süßen Aromen reifer Süßkirschen mit einem Hauch Marzipan. Ja, ein Hauch finde ich auch. Ja, stimmt. Jetzt, wo man es liest. Wenn man weiß, dann riecht es mandelig, das stimmt. Mhm. Und dann dringen deutlich frischere Noten von grünen, saftigen Äpfeln durch. Hä? Naja. Im Trunk sehr spritzig, die Sauerkirschen geben den Ton an und legen sich rund an den Gaumen. Beim zweiten Schluck kickt Zitrone und hinterlässt ein prickelndes Gefühl auf der Zunge. Fruchtbetont, balanciert, nicht zu süß, mit einem fein herben Finale klingt. Wie kann man denn nicht so süß schreiben bei diesem Sauerbier? Das ist doch eh schon so, also da ist doch kein Hauch von Süße drin, oder? Hast du jemals Süße? Süße habe ich echt nicht wahrgenommen bisher. Doch, vorhin da mit diesem hier auf den Lippen. Das hat wie Almdudler-Limonade geschmeckt. Naja, stimmt, aber eher so im Abgang mit den. Naja, egal. Ja, jetzt ist mal bei dem hier. Also, wir nehmen das jetzt mal zu uns. Prost! Ich schaue jetzt immer zu. Ich habe extra noch gewartet. Es ist wie, als würde einem die Luft. Okay, ich probiere es auch.
Okay, ich probiere es doch nicht. Die Sauerkirsche ist ganz klar raus, aber für mich jetzt gar nicht mal vom Geschmack, sondern mich interessiert, was du zu dem Mundgefühl sagst, wo ich das Gefühl habe, das zieht dir die Luft wieder raus. Oh, das ist wie Zitrone. Weißt du, was ich meine? Nee. Weißt du, wenn du Limetten isst, so ist es. Boah, zieht es durch. Boah, zieht es. Nee. Nee, Leute. Was ist mit der Kirsche? Das muss ich jetzt schon mal ergründen. Doch, Sauerkirsche kann ich entdecken. Ja, das bestimmt. Warte mal. Ich krieg gleich Tränen in die Augen. Und weißt du, was es hat? Jetzt nach dem dritten Schluck nimmer, aber im ersten Schluck. Vor allem im zweiten. Schau mal her, ey, was ich jetzt für eine Gänsehaut gekriegt habe. Ja, frag mich mal, ich zeig's lieber gar nicht erst. Mir ist nicht kalt. Es erinnert mich, und jetzt pass auf, jetzt habe ich es tatsächlich gefunden, an was mich das total erinnert. An Quench. Es gab früher dieses Quench-Drink, wo auch Kirsche dabei war und Maracuja. Und dieses Quench, das hatte so einen künstlichen Geschmack, so einen künstlichen. Echt? Findest du das künstlich? Ich finde es gar nicht so künstlich. Ich glaube, das ist wirklich. Nee, vom Mund, von dem, was die. Also, das hat man natürlich vorhin auch. Das ist natürlich. Ist das dieses ganze. Also, es ist das, was die Brett halt da macht, der Hefestamm, die das so in die metallische Richtung so ein bisschen zieht. Und so ein bisschen chemisch auch wirkt. Aber ich finde, es kommt da halt raus. Aber ich finde es sehr typisch sauerkirschig. Also früher, wenn wir Sauerkirschen geklaut haben, irgendwo bei den Nachbarn, das hast du dann eigentlich immer wieder gleich bereut. Aber Freunde der Nacht, wir waren keine Freunde. Also die Weise und ich. Ich auch nicht. Jetzt müssen wir mal dazu sagen, dass wir die dritte schon getrunken haben, ne? Natürlich keine zweite würden wir trinken. Es ist spannend, aber dabei bleibt es für uns auch, oder? Ich glaube. Es ist halt so. Wir sind halt einfach bei uns in einen anderen Biertrog reingefallen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. So müsst ihr ein bisschen nachsichtig sein. Diese Hefestämme sind wir nicht gewöhnt. Alter, Speiseempfehlung: fruchtige Desserts, Fruchtsorbets und das, ist ein Fruchtsorbet. Also ein Sorbet, kann ich völlig nachvollziehen. Leicht und frische Salate im Sommer oder einfach solo als Aperitif. Ich weiß nicht. Na. Ich glaube, es ist eine Kunst, dieses Bier zu brauen, und da gibt es bestimmt Liebhaber, aber ich werde kein Fan davon, bin ich ganz ehrlich. Na, das muss man ganz klar sagen. Das ist für uns so befremdlich, dass wir vielleicht viel davon trinken müssen. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob das die Brett ist, die Hefe, die mich einfach da vielleicht ein bisschen. Weil andere Sauerbiere finde ich schon durchaus interessant. Ich kann es noch nicht so genau sagen, was jetzt mich da vielleicht so abschreckt. Aber es ist für mich dieser chemisch-metallische Geschmack natürlich. Ich bin immer so, wenn Biere so sich so auf die Zähne legen, dann bin ich immer so. Das ist dann. Nicht meins. Nee. Nicht unseres, aber macht ja nichts. Wir bedanken uns trotzdem bei Lemke für diesen interessanten Einblick in diesen sehr interessanten Bierstil. Und jetzt könnt ihr natürlich loslegen und in den Kommentaren über uns herfallen. Das wussten wir. Ja. Das wussten wir im Vorfeld. Trolle-Alarm ist jetzt. Das nehmen wir in Kauf. Also schreibt uns eure Erfahrungen mit Berliner Weiße. Was ihr da so
ja, schon Erfahrungen gemacht habe. Das würde mich schon auch interessieren. Vor allem natürlich von den Leuten, die da vor Ort sind. Nach wie vielen, ja, noch besser, die Einwanderer, die von Bayern nach Berlin eingewandert sind, nach wie vielen Jahren gewöhnt man sich dran? Never. Ist, glaube ich, nicht. Cool. Sehr, sehr schön. Ein Stückchen weiter, unser Bierhorizont hat es sich erweitert, merkst du es? Mhm. Und allein deshalb war es das Ganze schon wert. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Servus.